Ich hätte eigentlich ganz gern. Okay. Vielleicht können wir das ja noch machen. Also. Der Journalist ließ das Buch zuerst hier fallen. Der Journalist wollte dieses Buch seinem Besucher geben. Der Journalist wollte auf dieses Buch aufmerksam machen. Dieses Buch stammt nicht aus dem Bücherschrank. Der Journalist brauchte Informationen aus dem Buch. Der Journalist fiel das Buch um. Okay. Versteckte. Wir lassen das Foto in diesem Buch. Hä? Das ist ja vollkommen. Das ist ja komplett detailliert, hä? Der Journalist wollte dieses Blatt loswerden. Der Journalist warf dieses Blatt aus Versehen ins Feuer. Dieses Blatt hat nichts mit dem Journalisten zu tun. Der Journalist warf dieses Blatt absichtlich ins Feuer. Der Journalist wollte im Kamin das Feuer entfachen. Der Journalist warf dieses Blatt ins Feuer, ohne sich... Okay. Hä, es kann vieles sein. Er wollte es loswerden. Geh mal ganz kurz wieder weg. Hä? Was ist denn jetzt mit meiner Maus los? Im Aschenbecher befinden sich eine Zigarette. Der Besucher hatte... Oh mein Gott, meine Maus mal wieder. Der Besucher des Journalisten raucht eine Zigarre. Der Journalist rauchte gleichzeitig eine Zigarre und eine Zigarette. Die Zigarre liegt hier schon eine Weile. Der Besucher rauchte eine Zigarre und saß gegenüber den Journalisten. Ja. Hier? Okay. Der Journalist saß auf seinem Stuhl. Der Journalist stieß an den Stuhl, als er durchs Zimmer eilte. Der Besucher des Journalisten saß auf diesem Stuhl. Der Journalist verrückte den Stuhl, um etwas darunter hervorzuholen. Der Journalist stieß an den Stuhl, als er die Türklingel hörte. Der Journalist verrückte den Stuhl, um sie... Warte mal. Hier saß der Besuch. Oder nicht? Hier saß der Besuch, weil hier ist der Aschenbecher. Und die saßen sich so gegenüber. Okay. Ja. Das saß sich gegenüber. Der Journalist saß auf seinem Stuhl. Hä? Da geht ja voll vieles. Der saß auf seinem Stuhl. Und sein Stuhl würde ich das hier interpretieren. Aber ich glaube, das ist das hier gemeint. Geh mal davon aus, dass er aus Versehen da durch. Foto? Und hier kann ich gar nichts anklicken. Warte mal. Hä? Strange? Können wir aber erstmal uns. Warte mal. Okay. Können wir uns aber erstmal um das hier kümmern? Der Schlüssel steckt noch im Schloss. Aha. So. Wir haben doch jetzt die Asche. Ich weiß, was Sie vorhaben. Ein altbewährter Trick. Hä? Ich kann lesen, was aufgeschrieben wurde. Bitte notieren Sie es sich. In Ordnung, Holmes. Recherche über Holmes Akte aufbereiten, DF. Ja. Haben wir das jetzt auch? Das hier ist. Das ist so. Ich frage mich, welche Schublade die Sekretärin meinte. Die Schublade, die mit DEF beschriftet ist, natürlich. Sie wird in der Nachricht erwähnt, die wir auf dem Tisch der Sekretärin entziffert haben. Ja. Lässt sich nicht öffnen. Die Schublade, die mit D... Da sind viele Dokumente. Ich muss herausfinden, welches als letztes benutzt wurde. Hä? Da sind viele Dokumente. Ich muss herausfinden... Oh, toll. Hätte einfach selber zugemacht. Der Ganove. Also,
Ich kann mir so vorstellen, die saßen sich gegenüber. Er saß da, der Besuch saß hier. Und dieser Stuhl, der war ja wahrscheinlich so auch also quasi hier, nur auf der anderen Seite. Also gespiegelt. So, der Besuch saß hier. Die haben sich miteinander unterhalten, ne? Und dann kann es ja sein, dass der dagegen gestoßen ist, ne? Was strange hier alles. Aber ich kann das hier nicht anklicken, sorry. Hier. Das ist komplett strange hier gerade. Es kann vieles sein. Und das hier kann ich nicht anklicken. Es kann... Also, der Besucher des Journalisten rauchte eine Zigarre. Ja, der Journalist rauchte gleichzeitig eine Zigarre und eine Zigarette. Nein. Die Zigarre liegt hier schon eine ganze Weile. Nein, die ist noch warm. Der Besucher rauchte eine Zigarre und saß gegenüber dem Journalisten. Ja, der Journalist ließ eine Zigarre brennen, um das Parfüm der Sekretärin zu überdecken. Nein, der Journalist mag den Geruch von Zigarren. Wer weiß. Aber 1 und 4 ergeben Sinn. 1 und 4. Warte mal, ich brauch mal gerade einen Platz. Ich muss das mir jetzt erstmal. Bevor ich jetzt hier alles nochmal 10.000 Mal lese. Also, im Aschenbecher finden sich Aschenbecher. 1 und 4 ergeben Sinn, gell? Finde ich. So, Stuhl. Der Journalist saß auf seinem Stuhl. Ich glaube, damit ist ein anderer Stuhl gemeint. Der andere Stuhl. Also, neben dem Schreibtisch. Also, vor dem Schreibtisch. Hinter dem Schreibtisch. Also, du weißt, was ich meine. Gegenüber. Auf jeden Fall nein. Okay, warte mal. Wir sind jetzt hier bei Stuhl. Der Journalist stieß an dem Stuhl, als er durch das Zimmer eilte. Kann sein. Der Besucher des Journalisten saß auf diesem Stuhl. Nein. Der Journalist verrückte den Stuhl, um etwas darunter hervorzuholen. Glaube ich zwar jetzt nicht, aber es kann auch sein. Der Journalist stieß an den Stuhl, als er die Türklingel hörte. Oh, kommt rein. Der Journalist verrückte den Stuhl, um sich zu schützen. Glaube ich eher nicht. Ich mache mal die einzelnen Klammern. So. Und dann das Blatt. Warte mal, auf was schreibe ich denn gerade? Ach, auf dem leeren Blatt? Okay. Der Journalist wollte dieses Blatt loswerden. Ja, der Journalist warf dieses Blatt aus Versehen ins Feuer? Nein. Dieses Blatt hat nichts mit dem Journalisten zu tun? Nein. Der Journalist warf dieses Blatt absichtlich ins Feuer? Ja. Der Journalist wollte im Kamin ein Feuer entfachen. Der Journalist warf dieses Blatt ins Feuer, ohne sicher zu gehen, dass es komplett verbrennt. Ja. Ja. Das Buch. Buch. Der Journalist wollte dieses Buch seinem Besucher geben. Keine Ahnung, kann sein. Der Journalist wollte auf dieses Buch aufmerksam machen. Nein. Dieses Buch stammt nicht aus dem Bücherschrank. Nein. Der Journalist braucht Informationen aus dem Buch. Kann sein. Bro, man weiß nie. Dem Journalisten fiel das Buch unabsichtlich aus dem Schrank. Ja, kann sein. Vielleicht noch Geist im Spiel. Der Journalist versteckte ein belastendes Foto in diesem Buch. Ich habe keine Ahnung, wie man auf das Foto kommt, ne? Aber es kann ja sein. Also ich weiß, also es kann sein. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, woher das Foto ist auf einmal. ja. Okay. Und darauf kann ich nicht klicken. Ha! Was für eine Arschloch-Situation. Können ja so... Oh. Der Journalist warf das Blatt ins Kaminfeuer. Aha, aha, aha.
5 und 6. Ja. Hier stimmt doch irgendwie was nicht. Nachdem er seinen Besucher gewarnt hatte, lief er zu diesem Schrank. Hier, warte mal ganz kurz. Der Stuhl. Wollte er sich schützen? Nein. Wir hatten 2, 4 und 5. 2. Ja, das weiß ich nicht. Aber wir können hier. Wir haben da wahrscheinlich noch keine Informationen oder sowas, ne? Wir müssen erstmal. Vielleicht dann. Aber ich kann nichts tun. Das kann ich. Da sind viele Dokumente. Ich muss herausfinden, welches als letztes benutzt wurde. Welches als letztes benutzt wurde? Eieieiei. Wie finde ich das denn jetzt heraus? Das habe ich schon. Vielleicht muss ich das erstmal herausfinden. Oh, hallo? Die Sekretärin hat vor kurzem das Farbband für die Schreibmaschine ausgewechselt. Dunkelblaue Tintenflecke sind darauf zu erkennen. Mhm. Können wir dazu irgendwas machen? Dunkelblaue Tintenflecke. Aber offenbar nicht. Wir müssen unsere Deduktionsaufzeichnungen vervollständigen, Holmes. Ja, ich bin dabei. Es hat also irgendetwas mit diesem Schrank. Da fehlt noch was, aber ich kann... Ich kann nicht nichts machen. Ich kann nichts... Jedes Mal, wenn ich draufklicke, ne, dann macht er... Oh, ich kann nicht. Das kann ich nicht tun. Nee, den Schlüssel habe ich nicht mehr, ne? Das kann ich... Das kann... Das kann... Das kann... Das kann... Also, das sind unzählige Dokumente. Das kann ich nicht tun. Oh, jetzt auf einmal geht's! Nein, das ist nicht nötig. Der hat die ganze Zeit nichts getan. Also zumindest der ist auf einmal automatisch rausgegangen. Nein, das kann ich nicht tun. Nein, das ist nicht... Nein, das ist... Das kann ich nicht. Das kann ich... Das kann ich... Nein, das... Nein, das... Das kann ich nicht. Das kann ich... Das kann ich nicht tun. Nein, das ist nicht nötig. Hä? Nein, das... Nein, nein, das kann... Das kann... Nein, das... Nein, das kann ich. Nein, das. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich. Nein, das ist nicht. Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Hä? Das kann ich. Das kann. Nein, nein. Das. Nein, nein. Das kann ich nicht tun. Hä? Ich bin so verwirrt. Aber echt mächtig verwirrt. Also der ist wirklich die ganze Zeit von alleine rausgegangen. Ich habe da nichts gemacht. Deswegen dachte ich, mir fehlt noch was. Aber ich habe jetzt alles angeguckt. Ja. Das ist das Einzige, was ich noch habe. Ich habe alles angeguckt. Sorry, aber ich weiß es nicht. Das sind unzählige Dokumente. Wie soll ich das Richtige finden? Jetzt sagt er auf einmal was anderes. Das kann ich nicht tun. Diese blauen Flecken stammen von einem alten Farbband für Schreibmaschinen. Dieses Dokument wurde erst vor kurzem herausgenommen. Oh mein Gott. Oh, ich hätte einfach das Farbband.
Okay, ich habe einfach nur das Farbband gebraucht. Aber ich habe jetzt eben wild drauf rumgeklickt und der die ganze Zeit so, das kann ich nichts tun. Nein, 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 nein. Prinz Woodville, eng verwandt mit dem Königshaus, darf seit kurzem den Titel Prinz tragen. Nachdem ein Ausschuss aus Experten und Repräsentanten des Königshauses Nachforschungen angestellt hatte, genießt beim Gemeinvolk ein hohes Ansehen, engagiert sich für wohltätige Zwecke, Suppenausgabe an die Bedürftigen im Stadtteil Whitechapel, finanziert eine Kampagne zur medizinischen Versorgung und zum Verteilen von Decken. Und trotzdem ist es im Krankenhaus kalt, also ich finde das widerlich. Bezeichnet sich selbst gerne als populär. Seine Kritiker bevorzugen jedoch den Begriff Populist. Intelligent, gepflegt, Umgangsform, jedoch leicht reizbar, wenn taktlos Journalisten seine Ansicht nach unangebrachte Fragen stellen. Oho. Auf dem Dokument befinden sich Fettflecken. Sie stammen vom Journalisten. Ganz offensichtlich stellt er auch Nachforschungen über Prinz Woodville an. Wie machen Sie das nur? Holmes, sehen Sie, wenn man den Vorhang ein bisschen zur Seite zieht, sieht man auf die Straße. Ja. Gut erkannt, Watson. Orden oder so? Okay. So, können wir da jetzt was tun? Ah, ja. Der Journalist schaute aus dem Fenster und sah Holmes. Der Journalist stand mit dem Rücken zum Fenster. Der Journalist schaute nicht aus dem Fenster. Der Journalist wollte dafür sorgen, dass mehr Licht ins Fenster fällt. Der Journalist wartete vor dem Fenster auf eine Droschke. Der Journalist nahm eine Akte aus dem Schrank. Na, das ist eins. Mhm. So. Und dann... warte mal, 2, 4 und 5. 2. Nö, irgendwie ja nicht. 4. 5. Hä? Alles schon. Ach so, warte mal. Jetzt hier. Ich bin so verwirrt. Warte mal. Hä? Fehlt noch was? Jetzt verstehe ich das jetzt auch mit dem und saß gegenüber den Journalisten. Weil es kann ja auch sein, dass er an dem Aktenschrank war. Ey, ich bin voll verwirrt. Es geht so vieles. Ich bin da immer noch bei der 1. Aber irgendwie haut das hier gar nicht hin. Ich weiß es wirklich nicht. So bin ich. Das ist meine Meinung. Ich bin noch mehr verwirrt. Oh Mann. Oh Mann. Oh. Das regt mich jetzt auf. Das regt mich jetzt massenhaft auf. Es kann ja auch sein, dass er einfach nur eine Akte aus dem Schrank nahm. Also das ist jetzt mein Gedankengang. Er war am Aktenschrank und hat gesehen, dass da was war. Das wäre eigentlich mein Gedankengang. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das geht auch? Das geht auch? Okay, warte mal. Okay. Jetzt können wir wieder den Sinn. Okay. Okay. Weil es ergab für mich nämlich gar keinen Sinn, weil es sind 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Aber hier!
Das ist der sechste Punkt. So. Dann war er da. War da. Nummer 3, bitte passt. Der Journalist schloss die Tür. Ja! Farley hat ein Dokument gelesen, während er gegessen hat. Er hat es von seiner Sekretärin erhalten, kurz bevor sie das Farbband ihrer Schreibmaschine gewechselt hat. Die fettigen Fingerabdrücke des Reporters sind überall auf dem Dokument zu sehen. Als er das Dokument wegräumen wollte, hat er aus dem Fenster geschaut und uns auf der Straße gesehen. Er hat den Aktenschrank geschlossen und ist zur Bürotür gerannt, um sie abzuschließen. In der ganzen Eile hat er den Stuhl zur Seite geschoben, aber nicht wieder an seinen Platz zurückgestellt. Exakt. Danach hat er schnell seinen Besucher über unsere Ankunft in Kenntnis gesetzt und ihm den Weg nach draußen gezeigt. Dann hat er ein Stück Papier in den Kamin geworfen. Aber wir wissen immer noch nicht, wie der Zigarrenraucher das Zimmer verlassen konnte. Die Antwort liegt in der Richtung, die der Journalist eingeschlagen hat, Watson. In einem bestimmten Moment stand er an einer Stelle, wo er eigentlich keinen Grund hatte zu stehen. Werfen wir einen Blick auf unsere Deduktionsaufzeichnungen und stellen uns dann an die Stelle, wo der Journalist eigentlich nicht hätte sein sollen. Oh, oh. Hä? Was hab ich jetzt gemacht? Okay. So, wo hätte er nicht stehen sollen? Er war hier, hat die gesehen, dann... Miau! Wusch! Hm? 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 Nicht unbedingt, Watson. Nicht hier, oder? Ausgezeichnet. Ja, Watson. In der ganzen Eile ist Farley das Buch heruntergefallen, als er es aus diesem Regal nehmen wollte. Sehen wir uns die Stelle genauer an. In den Schrank wurde ein Mechanismus eingebaut. Damit lässt sich die Geheimtür bestimmt öffnen. Wir kennen die Kombination nicht, Holmes. Die Antwort liegt vielleicht in der Frage verborgen, mein lieber Freund. Was? Was? Hä? In der... Oh, guck mal hier, 4-6. Oder? Ist das 4-6? Okay. Ich kann nur die bewegen. 4-6. Warte mal. Oh, ich glaube, warte mal. Warte mal. Es kann sein, dass ich es weiß. Warte mal. Vielleicht habe ich es jetzt schon rausgekriegt. Also ich glaube, ich habe das damals auch übersprungen. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. 4D. Na? Ist jetzt mein Gedankengang A, B, C, D. D ist der vierte Buchstabenalphabet. Also mein Gedanken. So, da haben wir jetzt 10. Okay, wir haben D. E, F, G, H, I, J. Der 10. Buchstabe. Kann auch sein, dass es komplett Bullshit ist, was ich hier labere. J. So. Und hier haben wir eine 6, deswegen habe ich das Gefühl, also eventuell hier 6, dann warte mal. A, B, C, D, E, F. F, bitte sag, dass ich die Lösung schon habe, ne? Oh mein Gott. Das ist nicht richtig. Och Mann. Das ist nicht richtig. Okay, war ein Versuch wert. War ein Versuch wert. Aber war ein ordentlicher Gedankengang, ne?
ist. Wir haben hier nur 4 und 6. Ist das ein Plus? Warte mal. 4 plus 6 sind 10. 10 plus 6 sind 16. So. 4D. Da sind wir hier. D. Warte mal. Sind aber immer noch bei J dann, ne? J. Ich glaube, das ist plus 6 gemeint. Also immer plus 6 aufwärts. So. Also bei J. Warte mal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Das war's. Ja. Kinderleicht. Nehmen wir den geheimen Ausgang unter die Lupe, Watson. Da ist ein Hut.